zurzeit durchgeführt werden oder die beabsichtigt werden, muss man davon ausgehen, dass es noch Wochen dauern wird, bis sich die Dinge sowohl bei uns als auch in anderen Ländern normalisieren. Und deshalb gehen wir nicht davon aus, dass es verantwortbar ist, in den nächsten Wochen zumindest bis einschließlich zum 14. Juni weltweit Reisen anzutreten. Wir haben in den letzten 4 Wochen 240.000 Touristen aus der ganzen Welt nach Deutschland zurückgebracht. Und wir werden im kommenden Sommer eine solche Aktion nicht noch einmal durchführen. Deshalb wird vieles davon abhängen, wie es in der Pandemiebekämpfung bei uns und in anderen Ländern weitergeht. Und jeder Einzelne kann seinen Beitrag dazu leisten, dass wir das Virus erfolgreich bekämpfen und nach dem 14. Juni möglichst keine Reisewarnung mehr brauchen. Das kann aber niemand versprechen. Um das zu beantworten, werden wir abwarten müssen, wie die Entwicklung in den nächsten Wochen sein wird. Wir werden uns wöchentlich die Situation anschauen. Ich glaube, dass in allen Ländern im Moment größtmögliches unternommen wird, um eine zweite Welle zu verhindern. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass es dennoch eine gibt, wo auch immer. Wir hoffen, das verhindern zu können. Und wir werden in den kommenden Wochen vor allen Dingen mit unseren europäischen Partnern darüber zu reden haben, wie eine koordinierte Lösung aussehen kann, zunächst einmal in Europa. Auch das wird davon abhängen, wie die Pandemieentwicklung in den anderen Staaten in Europa ist. Und deshalb wird sich das erst in den nächsten Wochen klären lassen, was im Sommer möglich sein wird oder nicht. Natürlich hoffen wir alle, dass wir diese Reisewarnung nach dem 14. Juni nicht mehr brauchen. Aber das kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend prognostiziert werden. Das heißt, Sie halten bilaterale Vereinbarungen beispielsweise mit dem Nachbarland Österreich für weniger wünschenswert oder sogar für ausgeschlossen, sondern es sollte eine europäische Lösung geben? Das wäre wünschenswert, wenn wir eine europäische Lösung haben, weil die größte Sicherheit gibt, nicht nur beim Planung eines Sommerurlaubs, sondern insgesamt, wenn es darum geht, Reisen zu unternehmen. Das wird sich erst in den kommenden Wochen entscheiden lassen und hängt davon ab, wie die Entwicklung ist. Ich spreche zurzeit mit vielen Kollegen aus Europa. Es gibt ein großes Interesse daran, das international zu koordinieren. Und ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, eine Regelung zu finden, die für alle gilt. Aber es ist auch nicht auszuschließen, aufgrund der unterschiedlichen Verläufe der Pandemiebekämpfung in den einzelnen Staaten, dass es auch zu Differenzierungen kommen wird. Aber auch das werden wir erst in den nächsten Wochen sehen. Das ist heute im Kabinett nicht besprochen worden. Wir haben uns lediglich mit der internationalen Reisewarnung auseinandergesetzt. Und die Fragen, inwieweit die Bewegungsfreiheit in Deutschland wiederhergestellt werden kann, hängt auch davon ab, wie die Entwicklung bei der Ausbreitung des Virus ist und wird ein Thema sein, das die Bundesregierung am 6. Mai mit den Ministerpräsidenten der Länder bespricht. Können Sie etwas konkreter sagen, was ein koordiniertes Vorgehen, wie das aussehen könnte, wenn Menschen mal ihre Sommerurlaube planen oder eben absagen? Ja, das wird davon abhängig sein, wie die Bekämpfung des Virus in den einzelnen Ländern läuft. Es gibt Länder, die jetzt beginnen, Maßnahmen zu lockern, sie aber auch nur vorläufig lockern. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass auch Maßnahmen wieder verschärft werden, wenn die Zahlen nach oben gehen. Deshalb sind wir davon abhängig, wie sich diese Zahlen in den nächsten Wochen entwickeln. Das wollen wir eng miteinander abstimmen. Es gibt Einreisebeschränkungen bis zum 15. Mai innerhalb der Europäischen Union. Also da muss ohnehin darüber gesprochen werden, wie mit dem Grenzmanagement weiter zu verfahren ist. Es gibt Quarantänebestimmungen in einzelnen Ländern. Es nützt auch nichts, in ein Land zu fahren, wenn man dort erst einmal 14 Tage in Quarantäne gehen muss. Also es gibt eine Vielzahl auch von nationalen Entscheidungen, die getroffen worden sind.
die aber auch die Frage einer Reisewarnung beeinflussen. Nur dann, wenn es möglich ist, irgendwo hinzufahren und auch sicher wieder zurückzukommen, können wir diese Reisewarnung aufheben. Vielen Dank. Danke auch.